So, ja, es könnte doch so einfach sein, gell? Einfach nach dem dritten Versuch habe ich ihn bekommen. Ich habe nicht mal mehr einen Thunfisch. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich ihn gekriegt habe. Direkt, und hat jetzt nicht lange gedauert. Den habe ich jetzt schon, wie viele Wochen habe ich ihn vor mir hergeschoben? Furchtbar. Es schmerzt mich, das zu sagen, aber es war ein guter Kampf. Und du und ich, Freunde, das ist aber was von. Komm her. Povern Jan, ich halte dir den Rücken frei. Mach das. Kommst du mit. Nicht umbenennen, bleibt so wie er ist, gell? Aber endlich habe ich ihn auch. So. Also ich muss sagen, meine Sammlung an Katzen ist ziemlich gewachsen, wenn man so will. Zumindest sieht es jetzt ein bisschen aufgeräumter aus, das Medaillon, wenn dann auch wirklich mal die Lücken gefüllt werden. Sehr gut, freue ich mich. Sagt noch was Spezielles? Du bist stärker geworden, Undead. Für eine Sekunde dachte ich, ich trainiere mit Nathaniel. Er wäre stolz auf seinen Enkel. Komm bald zurück und wir fahren mit deinem Training fort. Ich glaube, das sagt dasselbe Beste, als wenn man ihn nicht kriegt, gell? Aber gut, passt, freut mich. Dann viel Spaß mit der Folge, gell? Ja, hallo und willkommen zurück zu Yokabatsch 2, Part Nummer 84. Ja, im letzten Part hatten wir eine sehr, sehr spezielle Kampfbegegnung mit Augoboros, wo ich am Ende ewig gebraucht habe, weil ich die falschen Leute im Team hatte. Habe ich auch jetzt wieder gewechselt. Und ja, dass wenn ich das nächste Mal irgendwie eine Folge aufnehme, dass ich dann vorher mein Team checke, damit ich halt nicht verwundert bin. Und ihr habt eben noch gesehen, ich habe hier jetzt auch Hovan Young gefangen, also dass wir den jetzt auch endlich in der Party haben. Hat auch echt nicht lange gedauert. Und ja, dass wir ihn dann auch dann zumindest weit weg haben. Ich weiß allerdings nicht, ob ich jetzt schon alle Yokai habe, die nur einmal täglich gefangen werden können. Ich habe übrigens zwischendrin noch, das kann ich euch auch mal eben zeigen, das ist ja eigentlich auch das, was zu 100% an sich zählt, und zwar die Yo-Verbrecher, habe ich jetzt auch den, ach, die werden angezeigt, okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe mir nur reingeschaut, wenn die durchgestrichen sind. Ich habe nämlich hier den, genau, hier den Wimmer, genau, den habe ich gefangen, aber okay, wenn die angezeigt werden, dann, gut, das ist immer die Frage, wo man die findet, weil ich habe alle vier hier, die ich gefangen habe hier, die habe ich halt nur durch Zufall entdeckt und dann habe ich einfach so mitgenommen und ja, okay, dann sieht man zumindest, dass halt immer welche zu finden sind, man muss halt nur, ja, auch öfter durch die Stadt laufen und rumsuchen. So, in den Yokai-Marten möchte ich weiterhin orange Münzen werfen, wegen dem Walter, für den Fall, dass ich den dadurch kriege. Und bei den anderen Yokai muss ich dann einfach mal gucken, dass ich die einfach mal so fange zwischendurch mal. Sofern ich halt nicht genug, oh. Okay, wir haben ihn. Okay, ja, ich habe mich gesagt. Sehr perfekt. Und ich habe direkt einen Frosch im Hals. Zeige ich meiner Dankbarkeit, würde ich dich immer beschützen. Alter! Ui, einfach. Ja, gut, okay. Ich freue mich, dann haben wir nämlich in der Gegenwart nämlich auch alles fertig. Das passt doch perfekt. Genau, den kann ich auch dann durchstreichen hier. Zacki, zacki. Genau. Und ansonsten könnte man vielleicht noch hier Münzen einwerfen, wenn man halt noch ein paar Kastellan der Dritte haben möchte. Nicht umbenennen, aber ich freue mich. Das war jetzt, ja, so muss es doch sein, oder? Weil er ist ja der seltene Yokai bei den Münzen hier. Und es wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger gewesen, ihn zu fangen. Und ist natürlich dann einfacher, wenn man ihn dann dadurch bekommt. Die Frage ist jetzt nur, was nehme ich denn jetzt sonst noch an Münzen? Weil ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn gleich kriege. Ich könnte in die Vergangenheit mit Grün gehen. Wegen Trikolaus. Und den Oberwischel. Wobei, den Oberwischel kriege ich durch das Entwickeln vom Wischel. Oder sind wir in die Vergangenheit wegen blauen Münzen? Ich gehe mal kurz in die Vergangenheit. Muss sowieso in die Vergangenheit. So, da. Hat schon gelohnt. Hat schon wieder gelohnt. Wieder ein Yokai weniger, über den ich mir Gedanken machen muss. Freue ich mich vor allem, wenn es dann halt auch ein seltener Yokai ist, in dem Sinne. Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich freue mich, wenn ich mit dem Yokai-Marten an sich fertig bin. Dann schmeiße ich aber nur so Münzen rein, weil ich habe jetzt so viele Münzen hier angesammelt, sieht man ja. Ja. Und eigentlich müsste ich ja hier die Münzen hier einwerfen, aber ja. Wobei, kann ich eigentlich jetzt machen, oder? Muss mir überlegen, ich glaube, jetzt von Westen habe ich das noch nicht bekommen, gell? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Also hier weiß ich, dass ich die noch nicht reingeworfen habe, weil ich 15 Stück davon habe. Und auch hier.
Aber ich glaube, vom Westen war das doch beim letzten Mal, oder? Wenn ich mich nicht ganz, ganz täusche. Ich hätte mir jetzt mal auf. Oder ich guck einfach mal selber nach. Ich habe doch hier meine Liste. Yep, genau. Hier, die Münze des Westens habe ich noch nicht den richtigen Joker rausgekriegt. Da ist ja auch egal, ob Gegenwart oder Vergangenheit. Okay. Heute habe ich wirklich Glück. Heute habe ich wirklich Glück, muss ich ehrlich sagen. Takoya Kid. Ja, den Namen weiß ich ja schon. Da steht er hier in der Liste mit drin. Aber ich weiß ja nicht, wie er aussieht. Aber er sieht gut aus. Weil Takoyaki ist ja so ein japanisches, sind ja diese japanischen Kugeln, diese Oktopus oder Kalamari oder so. Also halt, wisst ihr, was ich meine? Tentakelig essen. Ist ja rausgesprungen. Ja, die Kapsel hat so gut gepasst, aber trotzdem danke fürs Rauslassen. Ja, okay, bei deiner Größe ja. Okay, ist auf jeden Fall mutig, muss man sagen. Sieht auf jeden Fall wirklich lustig aus, wie er da rumhüpft. Immer gut drauf. Umbenennen nicht, auch wenn ich ihn gerne Gabriel nennen würde, einfach so. Aber schön, dann können wir den heute auch fusionieren. Mache ich am besten auch gleich, damit ich es nicht vergesse. Und heute müsste ich auch generell in den Schuppen rein, in Stadenstedt, weil ich jetzt auch immer mal überprüfen wollte, wie es da drin abgeht. Und dann werde ich dann auch merken, ja, wie es da wirklich abgeht. Vor allem ist es gut, jetzt brauche ich die Münze nicht mehr reinwerfen erstmal. Das ist ja das, was ich schon mal erwähnt habe, dass ich halt denke, dass die Yokai, dass die halt sicher, also 100% in einer von diesen 15 Münzen drin sein wird. Das ist dann nur die Frage der Zeit, in welcher. Muss ich halt jetzt nur ganz kurz mal hier abstreichen, meine Liste, genau. Und dann haben wir jetzt noch Süden, Norden und Nordosten. So, wo habe ich eigentlich meinen Süden? Ach, Süden habe ich hier, Norden habe ich hier und Nordosten habe ich hier. Habe ich auch das Nordosten noch nicht bekommen? In Nordosten steht bei mir Dösbacke. Jetzt weiß ich mir, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich den schon hatte. Vielleicht hatte ich auch Pech beim Nordosten, kann natürlich auch sein. Komm, wir gucken einfach mal. Zumindest ist es gut zu wissen, dass die auch aus den Blauen kommen können. Ah ne, doch hat man schon. Jetzt haben wir es doppelt, okay. Ich hab's nämlich abgestrichen. Ja, okay, gut. Egal, dann haben wir es doppelt. Also wenn jemand tauschen will, wisst ihr ja Bescheid. Alles klar. Habe ich ihn eigentlich schon fusioniert? Das weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht habe ich es deswegen nicht gewusst. Weil das Schweinchen kenne ich ja, aber das, ja, ihr wisst ja, Wochen her, eine Woche her. Wir gehen einfach mal zum Fusionieren, dann werden wir es merken. Hake ich mir auch gleich ab, sonst vergesse ich es wieder. Okay, also fehlt mir im Endeffekt nur noch Norden und Süden. Alles klar, das ist sehr gut zu wissen. So, was ich übrigens auch noch machen wollte, ich sehe ja eigentlich oben links die, oben rechts, ja, oben links, oben rechts die Zeit. Da würde ich gerne noch mal gucken, dass ich zum, oh, wie hieß er nochmal? Dieser Meeres-Yokai, dass ich da oben zum Schrein gehe. Das mache ich aber dann, während ich halt, ja, während ich dann eh dann so nach Stadenstedt gehe. Dass ich dann einfach nochmal einmal gegen ihn kämpfe. Vielleicht kommt er ja dann mit beim zweiten Mal oder vielleicht muss man doch vier, fünfmal gegen ihn kämpfen. Vielleicht ist es auch Zufall. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber deswegen lasse ich es halt noch Nacht. Und genau das. Und dann werden wir jetzt einfach mal gucken, dass ich hier erstmal zum Fusionieren komme. Genau. Das ist ganz wichtig. Du. Wo haben wir es denn Feines? Hier, Tempel des wandernden Pfades oder so. Keine Ahnung. Des wahren Pfades. So, genau. So, lala. Ja, wieder fusionieren. Mach mal hin, Opa. Dann haben wir hier einmal. Lass mal gucken, wo sind denn die Joker wieder? Wo ist denn mein Taco? Da ist er. Kann sofort kontern, ist eigentlich auch nicht schlecht. Also, glaube ich, wenn er angreift, greift er sofort zurück an. Das ist eigentlich keine schlechte Fähigkeit. Spitzer Pixel ist eigentlich auch sehr stark. Also, für einen D-Rang-Yokai ist der nicht schlecht, finde ich. Also, jetzt so von den Attacken her.
Gut genährt von Takoyaki regeneriert der beseelte Yokai langsam Lebenspunkte. Und er heilt sogar. Octoplus, genau. Nicht doch Rasalva hier. Okay, aber dann fusionieren wir. Ja gut, ich habe ihn noch nicht hier den. Habe ich auch noch nicht fusioniert hier. Schnarchzapfen macht nichts für ein bis zwei. Ein bis, ach, der taugt gar nichts, wenn man den Part hat. Aber vielleicht, gucken wir mal. Wir fusionieren jetzt einfach mal. So, weil die eines müsst ihr eigentlich alle haben, weil die wollen ja alle einen QR-Code oder Passwort, bin mir schon ganz sicher. Goldfischlaterne. Mach mal rein da. Bin ich ja auch mal gespannt. Vielleicht wird er ja aktiv. Er pennt da und dann ist er aktiv. Oh, der ist sehr aktiv. Nicht Schwein schlafen. Nicht Schwein schlafen, okay. Die Wutwutz, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht umbenennen, ne. Okay, das ist dann genau das Gegenteil. Das erinnert mich so ein bisschen bei so Pokémon an Bummels. Dann gibt es dann den aktiven, also die Weiterentwicklung von Bummels. Weiß ich gerade den Namen nicht. Und dann gibt es ja noch die, den Lasho. Ne, nicht Lasho King. Quatsch. Ah, ihr wisst schon, die Pokémon-Leute, die wissen, was ich meine. Dieses eine Pokémon, was auch immer eine Runde aussetzt, bevor es angreift. Oder war das Lasho King? Ne, Lasho King ist doch von Lamus, die andere Entwicklung. Egal, ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. So, aber ja, drück gleich mal, was er kann. Und dann nehmen wir noch unseren Takoyakit. Ich finde irgendwie cool. Ich finde knuffig. Vor allem, wenn er jetzt schon so ist, wie ist er dann gleich? Ich meine, zumindest das Fusions-Item passt zu ihm. Das ist ja die Form. Oh, er wird zum... Takoya King, ich bin wunderbar böse. Ja, ich bin wunderbar böse. Ja, so sieht's doch aus hier. Ist gut. Okay, aber trotzdem mal gucken, was wir können. Halt, das doppelt Schöne ist halt daran, man hat einen Yokai bekommen und hat im Prinzip gleich einen zweiten dazu. Und hier fehlen auf jeden Fall noch ein paar Fusionseiten, die ich noch nicht benutzt habe. Deswegen werden wir das dann auch bei Zeiten sehen. So, lala. Ich bin mir übrigens noch nicht ganz sicher, ob ich alle Fusionen machen werde oder machen kann. Allein schon, weil es ja manche Fusionen gibt von Yokai, die man nur einmal bekommt. Ich sage einfach nur das Beispiel mit Rebelzebub. Dass man dann danach ja den... jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, den Ganovian, ihr wisst, was ich meine, den fiesen Schibanyan. So, aber erstmal gucken wir jetzt, weil ich bin ja selber neugierig. So, er kann auch sofort angreifen, okay. Oh, sein Stichsturm, okay, dafür, also ich habe erst gedacht, das ist schlechter geworden, aber greift er fünfmal an, das ist auch nicht schlecht. Vor allem fünfmal angreifen ist immer dann gut, wenn man halt einmal daneben schlägt, dann hat man zumindest noch vier Treffer. Und Stichhagel piekst alle Gegner wiederholt mit einem kleinen Stock. Oder halt mit einem Zahnstocher oder was auch immer. Und Octoplus hat auch eher, okay. Also im Prinzip einfach nur eine stärkere Version von dem Kleinen. Und ja, er ist auf jeden Fall ziemlich böse. Und die Wutwutz, die ich eigentlich auch super finde. Vor allem, was hat er da in der Hand? Ist das ein... Soll das ein Schwert darstellen? Oder ist es mehr so ein Fächer? Also der zusammengeklappt ist. Extrem kritisch. Stärke von kritischen Treffern ist hoch. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Doppelschnitt. Lodern. Ferkelfuhrrohr. Eine kampferprobte Hagel von Schlägen, der alle Gegner trifft. Schreibt man das so? Ich weiß gar nicht. Und die Feierlaune. Der besierte Yokai erhält einen Stärkeschub durch Festival-Enthusiasmus. Ja gut, an sich ist er wirklich nicht schlecht. Also wenn man den von Anfang an hätte, dann schon so ein Damage-Typ, gell? Okay. Gut, dann hat es heute auf jeden Fall gelohnt hier. Also Yokai-technisch passt es schon mal. Und dann werden wir mal Richtung Stadenstadt gehen. Und ich bin auch echt mal gespannt, wann man wirklich bei diesem... Schrein da wirklich dran gehen kann. Beim letzten Mal war das ja ein bisschen Zufall, weil ich habe ja gedacht, okay, da, hier genau hin.
habe ich halt gedacht, man muss halt irgendwie so fünf Minuten vor morgen oder so da sitzen. Und habe ich einfach mal gedacht, ich gehe mal dran und quatsch damit. Wenn wir jetzt gleich merken. Okay, es geht noch nicht. Okay. Ist halt echt die Frage, ob das halt jetzt nur Zufall war. Weil es heißt ja immer kurz vor Sonnenaufgang. Und was heißt genau kurz vor Sonnenaufgang? Ja? Ist natürlich die Frage, ob ich hier jetzt noch warten will. Das ist noch der andere Kniff. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Lust zu warten. Ich gehe nämlich gleich hier zum zum Bereich. Ich habe die passenden Yokai dabei, ja. Sollte also dementsprechend kein Problem sein. Und dann gehen wir mal ins verlassene Haus. Ich war, wie gesagt, bisher noch nicht drin. Ich habe nur die Schlüssel geholt. Da, 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 da. Was? Ja, ich weiß, es sieht so aus, als stünde ich aus Grund hier. Aber eigentlich gibt es keinen. Ja, nicht mehr, würde ich mal behaupten. So, aber trotzdem vorher mal speichern. Gott, 15 Minuten in der Folge und noch gar nicht wirklich viel gemacht, außer ein paar neue Yokai kennengelernt, aber das gehört ja mit dazu. Das ist ja eigentlich auch so immer noch ein Versuch von mir, die Yokai zu vervollständigen. Auch wenn es mir immer so ein bisschen leid tut, dass ich halt die Yokais nicht alle durchlese, gegen die wir schon gekämpft haben. Zum Beispiel hier der Kabu King wird jetzt angezeigt, der wird als allerletzter hier angezeigt, sehe ich sogar. Okay. Der Besitzer des Gera-Gera-Resorts und Superstar der Kabuki-Theaterszene. Im wahren Leben sehr nett, aber nimm dich vor seiner Bühnenpräsenz in Acht. Er ist gerne in der Hauptrolle und dann kaum zu bremsen. Ja, das hat man gemerkt. Oh, und er ist auch einer der Letzten hier. Der Augoboros. Ist einfach auch schön, dass man immer von der anderen Seite hier sieht, gell? Ja, ja, ja. Jahrhundertelang drehte er sich einfach. Die Geschichte ging an ihm vorbei. Ganze Zivilisationen kamen und gingen. Die Technologie geht voran. Und Augoboros dreht sich. Seit kurzem aber lernt er gerne neue Leute kennen. Das hat man gemerkt. Aber ich habe noch so viele Fragezeichen. Und ich gehe davon aus, dass hier ein paar in dieser Hütte sein werden. Hier fehlt mir übrigens noch einer zwischendrin. Also den habe ich dann auch wohl irgendwo extra irgendwie übersehen. Wenn wir dann merken. Selbst Garner wird ja angezeigt, weil ich es ja einmal gekämpft habe und kläglich gescheitert bin. Wir werden es merken. Wir werden es merken. Und wenn ich zumindest bei jedem Yokai einmal gesehen habe, das ist zumindest dann so eine Sache, gell? So. Okay, in der Hütte sieht aus wie in der Hütte und wir haben hier direkt ein. Okay, dann kann es sein, dass hier innen drin hier wieder Portalix einen wieder zurückportet, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, so ähnlich wie in der Yokai World. Oder? Ich warte hier, also mach dir also keine Sorgen, du kannst schon vorgehen. Ja, ja, gut, ich merke es. Okay, alles klar. Gehen wir mal da rein. Geheimnisvoller Weg. Okay, das sieht wirklich aus wie die Bahn auch beim Fu mach du, okay. Das soll ja ein extra Dungeon sein, also das so viel habe ich ja verstanden. Die Frage ist nur, wo geht's lang? Ich meine aber schon, dass ich schon ein bisschen stark bin, wenn Fumachdu mich nicht angreift. Blitzemblem. Okay, also so ähnlich wie in Inferno, kann man schon fast sagen. Mit vor allem auch neuer Musik. Und sehr, sehr mystisch, muss man jetzt sagen. Mit Kristall und Glitzer. Ja, ich fällt mir eigentlich hier. Ich bin mal gespannt, was es hier so gibt. Ich hätte gesagt auch. Okay. Benkei. Weil ich habe kein Problem damit, wenn wir noch einen zweiten, so eine zweite Art Inferno haben, bin ich ganz ehrlich. Wieder Fumach, du. Oh, hier geht's wohl, dass man nach unten springt, okay. So. Ach, das ändert sich hier komplett immer, okay. Jetzt sind wir eigentlich da, wo wir zum ersten Mal in die Kanalisation gekommen sind. Funnes. Ist natürlich auch die Frage, ob das hier jetzt auch random ist. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil sonst wären hier ja keine gelben Kisten, die ja nur einmal da sind. Da, 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 da. Ist da was? Nee. Läuft hier rum. Houdini oder so. Ich weiß, ich verwechsel die immer, wenn es um dieselben Joker. Hä? Hier geht's gar nicht lang. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Hä? Nee, wo geht's lang? Oder muss ich gegen ihn kämpfen? Achso, warte mal, vielleicht. Achso, ja, genau. Ich hab. Ja, gut. Wollte nur sagen.
Da, 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 da. Hat man ja gelernt, dass es auch solche Wege gibt. Okay. Und dann geht's dann nach links, okay. Also bisher ist es ja einfach... Oh, da hat mich ein Yokai angegriffen. Nur welcher? Ach, Schwupp, alles klar. Schwupp habe ich ja mittlerweile, den habe ich ja durch Tausch, oder? Zumindest die andere Version, glaube ich, bekommen. Eulusionist, genau. Das war er. Auch wie einfach das wieder geht, wenn man hier Yokai hat, die einfach alles platt machen. Und er kommt sogar direkt mit. Ja gut, ich sage ja nie nein, was die Yokais angeht. Komm, stimmt. Aber ich glaube, ich hatte ihn eh schon. Eulusionist. Ja. Okay, aber da stand Krafties, also kann es sein, dass ich jetzt die Krafti-Version von ihm zum ersten Mal bekommen habe. Und da ist übrigens auch noch irgendwas. Oh, 10 Lose, ja. Ja, ja. Habe ich auch schon ewig nicht mehr reingeschaut, ob ich da bei Losen noch irgendwas Neues kriege. Bin ich ganz ehrlich. Und so viele Stellen, wo man einfach runterhüpft. Ich hoffe halt nur, dass ich hier nebenbei nicht irgendwelche Kisten übersehe, weil ich würde ja schon ganz gerne gucken, dass ich auch die Kisten zum Beispiel mitnehme, was die gelben angeht. Überlegen, spürt die Salzluft in Stadenstedt, hä? Was immer so viele komische Aufgaben gibt. Okay, Albernd. Natürlich jetzt die Frage, immer so der Gedanke, weil ich jetzt nicht unbedingt großartig gucke, welche Yokai ich habe und welche nicht. Es sei mir fällt irgendwie ein Yokai auf, den ich noch nie gesehen habe. Oh, das ist hier Edzardin, oder? Eigentlich müsste ich schon mal gucken. Da, da, da. Vor allem ist auch die Frage, wie ich hier wieder rauskomme. Das ist ja der andere Knackpunkt dann. Weil irgendwann ist die Folge auch vorbei. Da, 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 da. Da haben wir nichts. Frage kann ich nicht nehmen. Nee. Ist ein Dungeon, also kommt da nichts. So, jetzt haben wir jetzt zwei Wege. Das führt auch in eine Sackgasse. Okay, alles klar. Ein Ring des Schicksals. Es war mein Schicksal, ihn zu finden. Und in die Tasche gepackt. Da, 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 da. Auf jeden Fall sieht es sehr nach immer tiefer gehen aus. Vor allem, wenn man sich bedenkt, dass man unten schon die anderen Straßenstücke sieht. Okay, dann geht es hier nach unten. Hui. Dachte. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Vor allem habe ich schon wieder vergessen, ob ich ihn habe. Links geht's weiter. Was haben wir hier rechts? Okay, Nascha. Oh, es geht auf beiden Seiten lang. Okay, das war jetzt ein bisschen doof, dass ich zu weit gelaufen bin. Ich bin zu weit gegangen. Oh, da haben wir auch noch was. Bei links ging es eigentlich auch noch lang. Oh, mauriertes Fleisch. Das ist gut. Das ist vor allem, weil es viel wert ist. Also kann man sich jetzt entscheiden, wo es lang geht, oder was? Das ist ja die Stelle, wo wir früher Nocco gefunden haben. Okay, es geht hier lang. Die Frage ist halt jetzt nur, ob man sich merken soll, wo man lang gegangen ist, wenn man dann nach links oder rechts muss. Ich bin mir auch nicht mal ganz sicher, ob der Küchenking da irgendwas spezifisch erwähnt hat, aber dann sollte ich mir vielleicht mal... Ach, hier kann ich auf einmal nicht lang, okay. Achso, dann gibt es vielleicht doch nur einen Weg, weil sonst hätte ja... Ja, gut, okay. Zumindest würde halt angezeigt, dass da ein Ausgang wäre, deswegen... Dann bin ich halt zufällig richtig gegangen. Hier ist übrigens auch noch ein Yokai, der runterspringt, oder? Zumindest war das im ersten Teil der Fall. Egal. Einfach weitergehen. Och, haben wir schon die erste Ebene erreicht? Wir lassen einem Haus teleportieren. Erstmal nicht. Oder erstmal speichern. Das können wir mal. Also für ein bisschen rumlaufen war das jetzt mit dem Portal ein bisschen simpel, weil ich dachte, jetzt kommt jetzt direkt schon ein Kampf oder so, aber... Oh, was macht er denn hier? Willkommen, du musst sehr geschickt sein, um es hier hinzuschaffen. Dies ist der knochige Gespensterweg, der Trainingsort der Knochi-Armee. Um ihn zu betreten, brauchst du den Schlüssel Wildschwein. Dein Gegner sind stark, du solltest Level 55 sein, bevor du eintrittst. Es gibt auch viele versteckte Schätze, hab also Spaß dabei, sie zu sammeln. Okay, was haben wir hier für einen?
Ja, willkommen. Sieht aus, als könnte ich etwas Neues und Spaßiges vorstellen. Man sagt, ein geheimer Ort namens Goldklangs Autobahn sei da vorne. Du benötigst den Schlüsselfalter, um reinzukommen. Den hast du schon, hm? Dann gibt es ein paar richtig starke Gegner. Also sollte dein eigener Level 70 sein. Aber es gibt auch jede Menge Schätze. Also staube so viele wie möglich ab. Achso, und ab hier kann ich mich mit den Schlüsseln entscheiden, okay? Wow, willkommen. Du musst ziemlich zäh sein, um es bisher hinzuschaffen. Dies ist der kräftige Seelenweg, der Trainingsort der Kraftarmee. Du wirst den Schlüssel Re benötigen, um ihn zu betreten. Die machen da drin richtig ernst. Du solltest mindestens Level 55 sein. Es gibt auch jede Menge Beute. Ich hoffe, du sammelst gerne Schätze. Okay, wenn man die Schlüssel nicht hat, kann man hier wieder runterhüpfen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt hier erstmal in den 55er hier Bereich. Ja. Okay. Da-da-dam-dam-dam-dam. Ist halt echt die Frage, ob eine Stunde reicht für einen Lauf hier. Da-da-di-da-di-da. Das mit dem Klettern wird hier schon jetzt eine Sache sein. Ich will halt nur gucken, dass ich nicht irgendwo jetzt eine... Achso, ich wollte gerade sagen, was bist du denn für ein Yokai? Okay, da oben ist auch wieder ein spezieller Yokai. Warte mal, mal hoch. Mit jemandem, mit dem man reden kann. Okay. Gargaros, was machst du hier? Rot. Na, ja, die Streckeszeit andert. Aber dieser Gargaros wirkt irgendwie anders. Hey du da, komm und kämpf mit mir. Ich bin der Schreckenszeit entsprungen und suche nach einem guten Kampf. Ah, es muss langweilig sein, nur in der Schreckenszeit rumzustampfen. Klappe, Wattebausch. Welch ein Glück, dass wir uns treffen. Kämpfe, als ob du es ernst meinst. Ja, ich meine, da hat er Stufe 55 gemeint. Ja, Zeit für meinen mächtigen Schlag. Nimm das. Okay. Also können wir hier die wohl bekommen eventuell? Also die... Wobei, was heißt bekämpfen? Bekämpfen. Bekommen ist hier eine andere Frage. Ich denke halt immer ganz nett nur an unseren Gilgaros. Okay, Fragezeichen. Oh, aber Schaden macht er trotzdem, ja. So ist es nicht. Man sollte ihn, glaube ich, nicht unterschätzen, nur weil man jetzt denkt, okay. Die Musik ist auch viel anders hier. Erstmal hochwaffen. Und dann mal so tun, als wäre man selber stärker als er. Und... Bäm. So muss das. Okay, also vom HP-Wert her geht das eigentlich gut. Soll trotzdem vielleicht ein bisschen Heal um mich schmeißen. Für den Fall. Finde ich aber gut, dass man hier dann gegen die Onis nochmal kämpfen kann. Nicht schlimm. Wobei halt echt die Frage ist, ob das halt auch so ein mehrmaliges Ding ist. Eventuell. So, XP-Bonus. Oh, Albtraumschlag. Den stecke ich ein. Uiuiui. Das hat aber reingehauen, muss ich sagen. Ich merke übrigens gerade, ich habe gar keine Seeigel mehr. Ich muss mir die unbedingt mal wieder kaufen. Weil ich finde es so der beste Heal. Aber ich denke mal, ja. Von der AP her ist eigentlich schwer der Kampf. Ich denke mal, wenn man da zu schwach wäre, würde da einfach die Yokai wieder one-hitten wie im ersten Teil. Hör doch auf. Genau, Hauruck und Heilung. Na, es halt hört der Buffy leider auf. Dann wechseln wir mal hierher. Achtung. Okay, Ilya ist natürlich noch nicht stark genug. Oh, er ist besiegt. Okay. Delta ihn einfach aufgesnackt. Okay. Okay. Freut mich.
Also einfach mal direkt 10.000 Erfahrungspunkte. Nimm mal gerne mit. Okay. Mach mal ganz kurz einen Cut. So, da lang. Okay. Rot, das war ein toller Kampf. Eindrucksvoll. Ich will wieder mit dir kämpfen. Komm später für einen weiteren Kampf wieder. Kann es sein, dass er auch einer von den technischen Yokai sein kann, eventuell? Aber einfach mal gucken. Weil, wisst ihr, ich habe ja die Wabbelwurz und Co. bekommen, deswegen habe ich vielleicht so ein bisschen den Gedanken, dass ich vielleicht auch ihn für die Party kriegen könnte. Medaillon, genau. Ganz kurz gucken. So, dann müsste er eigentlich neben, oder? Nee. Wir haben ja ihn hier, wo ist denn jetzt der andere? Oder mir wird ja normal angezeigt. Ich mache mal die ganzen Neupunkte weg, damit ich das leichter sehe. Hier mal unseren Rattus, genau. Hier mal die beiden, genau. Genau, Illusionist hier, genau das. Hier mal ihn hier. Okay, ich glaube, dann kann man ihn gar nicht kriegen, gell? Aber mich wundert, dass er nicht mal als Boss oder so angezeigt wird. Oder habe ich nur übersehen? Ghana, das hier. Hier sind keine. Hier sind die hier. Okay, dann habe ich keine Ahnung, wo er angezeigt werden sollte. Das sind die alle hier, genau. Nö, keine Ahnung dann. Also zumindest als Boss müsste er doch angezeigt werden, oder? Und ich ging eigentlich davon aus, dass er genau neben dem, neben unserem Okralus ist. Irgendwie. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Dann weiß ich nicht, woran es liegt. Dann weiß ich es definitiv nicht. So, jetzt nichts zum Sammeln, Co. Ne, okay. Na gut, immerhin haben wir besiegt und ich meine, ist ja auch nicht schlecht gegen ihn zu kämpfen. Geht einfach mal 10.000 Erfahrungspunkte für jeden. Nimmt man dann gerne mit. Dam, 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 dam. Dann geht's einfach mal weiter. Okay, es gibt drei Wege. Hier mal die goldene Mitte. Eine Kreuzung. Oh, Rinfanterist. Samurais. Ich versuche auch gleichzeitig so ein bisschen mal die zu gucken, ob ich den Namen noch kenne. Da-di-dam. Oh, Ring ist Unholz, okay. Das ist eins von diesen krassen Waffenfähigkeiten, Items. Irgendwas ist es. Ist ein Ring. Es ist einfach ein Ring. Da-da-da-da-da-da. Okay, warte mal, da muss ich noch mal kurz nach oben. Wenn das nämlich hier noch zu noch einer Kreuzung geht, dann muss es ja hier links und rechts zu nichts führen. Weil wir wollen ja alle Wege einmal durchgelaufen haben. Okay, hier ist nichts. Und wenn ich das nächste Mal dazu komme und hier dann wieder reingehe, dann werde ich auf jeden Fall dann auch gucken, ob sich da was ändert oder ob das halt jetzt so ein bisschen festgelegt ist, wie die Wege hier so sind. Ein Tanzsternchen. Da-di-da-di-da-da. Die Gogo-Kreuzung heißt es hier übrigens. Wobei witzigerweise jetzt die Musik hier wieder wie im Inferno. Dam, dam, dam. Oh, okay. Was ja auch hier ist. Cool. Kumachiro. Okay, warte mal. Wenn es dann hier lang geht, wo geht es dann nach unten lang? Da, 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 da. Alle Wege erst durchlaufen, bevor man irgendwo anders hinläuft. Okay, gut, dann haben wir alles gecheckt. Dap, 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 da, da. Ist der nicht normalerweise eher seltener? Ah nee, ich verwechsel gerade den Rinfanterist mit dem anderen, der noch eine Ecke stärker ist. Da, da, dam, 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 dam. Okay, was? Knochige Gespensterweg Ausgang steht hier. Sind wir schon am Schluss oder was? Oder wie?
Da. Ist da was? Wir wieder gucken, weil können ja in Ecken auch was versteckt sein. Zumindest gehe ich davon aus, dass irgendwie in jeder Ebene irgendwas ist, in dem Sinne. Und es hieß ja eigentlich, dass wir auch nach Schätze Ausschau halten sollen. Naja, genau. Genau so habe ich es auch gerne. 10-mal Tanzsternchen, auch nicht schlecht. Müsste ich immer wieder gucken, ob ich den einen oder anderen Yokai irgendwas beibringen kann. Yokai. Da. Weil ich gehe eigentlich schon irgendwie davon aus, dass hier am Ende vielleicht auch irgendwie so ein extra Boss wäre. Also dass jetzt hier Gargaros jetzt optional war zum Aussuchen, ob man gegen ihn kämpfen will und nicht muss. Oh, okay, doch, da haben wir schon mal. Und ich könnte ja auch direkt zurück, okay. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Also gibt es hier dann sozusagen von dem Spiel die ganzen Bosse auch nochmal hier als extra. Okay, alles klar. Na du? Aber sag gar nichts, du kämpfst direkt. Okay, alles klar. Glotzblitzer. Oh, ich hätte mich verheilen sollen. Das wäre vielleicht schlau gewesen. Das wäre schlau gewesen. Schön, Warnung. Geh. Nicht verbrennen. Vor allem erstmal hochwaffen. So sieht's aus. Alter, direkt ins Gesicht. Ich hab mal erstmal die Augen kaputt, genau. Oh. Okay, der hat meinen Damage verringert. Augen auf! Sind die schon kaputt oder was, die Augen? Ne, die müssen ganz zugehen, ja. Ja, okay. Geh nicht ausweichen. Überraschung. Finde ich schon ein bisschen lustig. Okay, hat es gerade die ganze Zeit schon geregnet oder regnet es gerade jetzt? Wenn wir so auf Details achten, die dann erst ab einem gewissen Punkt wirklich sichtlich ersichtlich sind. So, erstmal ein bisschen Damage-Verteilung. Weil wenn dann die Hände nicht mehr funktionieren, dann funktioniert alles andere auch nicht mehr. So, für Delta gibt es auch noch was zu essen hier. Ich habe auch schon länger nichts mehr bekommen hier. Na? Lang. Achtung. Okay, wieder gibt gleich noch mal was zu essen hier. Warum nicht? Also wirklich schwer wird der Kampf jetzt nicht sein, weil, ja, ihr seht ja, easy going eigentlich. Also wir werden immer gut hochgeheilt. Und wenn ich dann noch mit AOE Damage dazu komme, dann umso besser. Hallo? Hab den Pfeil drauf, funktioniert nichts. Ein Pick werfen. Hört auf, mich zu beseelen. Aber gut, irgendwas muss er ja können. So, lala. Okay, das eine Auge ist kaputt. Und dann kriegt das andere Auge auch noch aufs Gesicht. Da. Okay, ich sehe aber glaube ich schon, dass die Wolke oben immer blitziger wird. Okay, dann macht selber sein Odyssee, deswegen. Okay, alles klar. Schleudertrauma. Der Name. Oh, Gabriel ist ausgewichen. Cool. So, immer auf die Finger. Genau. So muss das. Jetzt geht erstmal nichts mehr hier, Kollege. Ja, Augen auf, geht nichts. Achso, jetzt sieht er mich auch nicht mehr richtig, gell? Ja.
Das ist halt der Vorteil. Wenn man halt so, wenn man halt manchmal weiß, was die Fähigkeiten dann sind. Okay, doch. Also, okay, er kann trotzdem noch treffen. Okay, so ist nicht. Aber das sollte nicht lang dauern. Gefahrengebiet. Oh, ist er wieder blitzig. Hau mir ins Gesicht. Und rasier dich mal endlich. Doppelbärte da. So, zum Glück habe ich vor unserem Ulti-Seal keine Angst. Aber man merkt halt auch, ich hätte mal viel früher reingehen können, dann wäre der Kampf vielleicht ein bisschen spannender geworden. Das hat aber Schaden gemacht eben. Das hat vor allem gekrittet. Aber dann hat sie zumindest auch die mal Chance, ihre Ulti-Seal wieder zu benutzen. Überraschung. So, einmal Hegel trotzdem noch. Und wunderbar. Ja. Fühlt sich übrigens auch gut an, oder? Wenn man dann wieder Full Heal hat. So, dann kriegt Delta noch was zu naschen hier. Sofern es noch klappt von der Zeit her. Schnucki, ja. Nam, 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 nam. Na, ein bisschen hat er noch. Okay. Noch ein Snack dazu danach. Alles klar, sehr gut. Freut mich. Einer down. Der nächste kann kommen, je nachdem, wie es halt jetzt hier gleich weitergeht. Und auch nochmal 7000, fast 8000 Erfahrungspunkte. Oh, ich hab eine Wildschweinmünze bekommen. Ja. Okay. Achso, soll ich die da reinschmeißen oder was? Die Münze. Aber ich gucke erstmal ganz kurz. Ich hab. Ups, falsch. Münzi. So, spezielle Yokai-Mart-Münze mit einem Wildschwein-Motiv. Okay. Okay, ich kann dann nur die Münze da reinwerfen. Mache ich einfach mal, oder? Wird mir ja direkt angeboten hier. Na? Okay. Eine große Kugel. Hätte ich mit was anderem gerechnet, aber gut. Oder ist das auch wieder so ein schon Chancending oder was? Okay, jetzt habe ich wieder keine mehr. Nicht, dass man hier auch noch ganz, ganz spezielle Yokais bekommt. Vor allem hier die auf der Straße hier. Da geht's zum Boss. Ja. Also habe ich jetzt sozusagen einen Durchlauf geschafft, oder was in dem Sinne? Habe ich das richtig verstanden? Ah, okay. Ja gut, dann würde ich mal behaupten, wir machen hier den Part zu Ende. Auch wenn es halt ein bisschen kürzer ist als sonst. Aber ich bin eigentlich mit dem Lauf zufrieden. Das Einzige, was wir auf jeden Fall noch machen könnten, wäre mal, wenn wir schon hier ein bisschen früher aufhören, dass ich mal den Boss vorlese. Genau. Ich frage mich immer noch, wo Gargaros hier im Yokai-Medaillon zu sehen ist. Vielleicht ist es auch wieder ein Bug oder so. Kann ja sein. Oder ich habe ihn vielleicht einfach nur übersehen. Kann auch sein. Auf jeden Fall ist hier der Glotzblitzer. Ein Yokai, der auf dem geheimnisvollen Weg das Tempolimit überwacht. Also, weil auf der Straße und so, okay. Wo man für Übertretungen mit dem Leben bezahlt. Oh, okay. Ja, wenn du den Blitz einer Kamera siehst, weißt du, dass er nah ist. Wenn du dann von ihm geblitzt wirst, okay. Also deswegen heißt er auch Glotzblitzer, okay. Ich verstehe. Alles klar. So befremdlich, wenn hier keine Musik ist im Spiel. So, okay, dann würde ich mal sagen, ja, das hat doch ganz gut gepasst. Und dann werden wir das nächste Mal auf jeden Fall dann auch hier nochmal ein bisschen rumwuseln. Ich werde vermutlich gucken, dass ich so gegen Ende vielleicht nochmal gucke, dass ich dann gegen diesen gegen diesen einen Yokai kämpfe, der oben am Schrein ist. Oder unten am Schrein, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und ja, kriegt ihr dann das nächste Mal mit, ob ich ihn dann bekommen habe oder nicht, gell?
Dann würde ich mal sagen, ja, ich bedanke mich aber fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben, gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yokabatsch 2 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, mal schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und auch nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch bis Samstag auf Twitch streame. Falls ihr da Zeit und Lust habt, würde mich sehr freuen. Da spielen wir momentan die Kingdom Hearts Reihe, genau. Dürfte ich mir bis dahin auch angefangen haben. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere dann Interesse daran, ja. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann, ja, dann sehen wir uns das nächste Mal, würde ich mal sagen. Ciao, ciao.